In diesem Video zeigen wir, wie einfach der beliebte CYC Photon Motor am Fahrrad installiert wird. Je nach Bestellung sind folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten: Motor mit Befestigungsteile, Abstandhalter, beide Kurbeln mit den entsprechenden Kurbelschrauben, Speedsensor, Kabelbaum und die weiteren Komponenten wie Display, Kettenblatt und so weiter. Vor der Installation muss das Kettenblatt am Motor montiert werden. Das Video ist oben verlinkt. Nun wird der Motor an der rechten Seite im Tretlager positioniert. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das Kettenblatt den Rahmen nicht berührt. Je nach Tretlagerbreite muss diese nun mit den mitgelieferten Abstandhalter aufgefüllt werden. Danach wird die Achshülse durch die Halteplatte und Spacer durchgeführt und am Gegenstück per Hand festgeschraubt. Der Hersteller empfiehlt, das Gewinde der Achshülse vorher etwas zu fetten. Die Halteplatte sollte nun senkrecht von der Achshülse zur Aufnahme am Motor verlaufen. In unserem Beispiel haben wir nun die 73 mm Rahmenbreite mit einmal 3 und einmal 7 mm bis zur Motorbreite von 83 mm aufgefüllt. Nun wird der verbleibende Platz im Bereich der Halteplatte am Motor mit den 8 und 9 mm Abstandhalter aufgefüllt. Die Halteplatte kann entsprechend der Tretlagerbreite zwischen diesen Abstandhalter verschoben werden. Die beiden M4-Schrauben werden nun laut Herstellerangabe mit 5 Newtonmeter festgezogen. Danach wird der Motor so weit nach vorne gedreht, bis er am Unterrohr ansteht. Die Achshülse soll dann laut Hersteller mit 40 bis 50 Newtonmeter angezogen werden. Nun sitzt der Motor fest am Rahmen. Als nächstes wird die Achse von der Antriebsseite durch die Achshülse bis zum Anschlag eingeführt. Wir empfehlen, die Achse vorher entsprechend zu fetten. Danach wird der Sicherungsring auf die Achse aufgeschraubt, wobei die Lasche des Rings nach innen zeigt. Dieser sollte nicht allzu straff sitzen, sodass sich die Achse noch leicht drehen lässt. Mit dem Inbusschlüssel kann dieser sowohl festgeschraubt als auch gedreht werden. Danach verwenden wir diese Abstandshalter, um den Platz vom Sicherungsring bis zur Markierung aufzufüllen. Zu guter Letzt werden die Kurbelarme mit den mitgelieferten Schrauben auf der Achse befestigt. Hierfür einfach die Markierung L für links und R für rechts auf den Kurbelarmen beachten. Die Kurbelschrauben werden laut Hersteller mit 27 bis 30 Newtonmeter festgezogen. Das war es schon. Der CYC Photon Motor ist am Fahrrad montiert. Am Motor bzw. Controller befinden sich die Anschlüsse für Speedsensor, Hauptkabelbaum und der XT90 Akkustecker.